so. Sure you don't want to be alone? Sit down if you want. Oh, die ist sauer auf mich, ha? Weil ich doch nicht eingetreten bin für sie? Are you pissed at me? I just wanted some backup. Ja, okay. I'm not as brave as you. And David is indeed a step douche. I'm sorry you had to experience it firsthand. You have to live with him. Has he always been this way? Ever since my desperate mom dragged his ass to our home, I never trusted David. Ich hätte ihn fotografieren sollen. Also ich glaube ja immer noch, dass er eigentlich, auch wenn er ein bisschen crazy ist, ne, und hier Sicherheitsfanatiker, ich glaube, dass es halt echt durch den Krieg bei ihm bestimmt gekommen ist. Der ist halt einfach paranoid und er macht sich Sorgen. Und er versucht, denke ich, nur das Beste für seine Frau und jetzt auch für seine Stieftochter. Aber gut, so denkt man natürlich nicht als Jugendlicher. Ich hätte ihn fotografieren sollen. Aber nee, nein. Er hat Kate zur Sau gemacht, kann ich ja sagen. He freaked out on poor Kate Marsh today. I know her. She's cool. Only that prick would bully her. He has some kind of weird agenda. He has a lot of secret files. Rambo still thinks he's gathering enemy intelligence. Did you take a peek? Akten? Akten? Ich bin gerade irritiert. Wir haben doch diese Kamera, diese versteckten Kameran krass gesehen. Akten? Files? I know that look. You peeked. So? Ach dish doch. The dirt. Snuff videos? Creepy photos of Kate Marsh. Genau, stimmt. Other ja. Blackwall students. Ja, stimmt, genau. This dude takes his job too seriously. He still thinks he's at war or something. He's a total surveillance fetish. Where are there spy cams in the house? I knew you didn't know. Yeah. Chloe, your house is under surveillance. What are you talking about? There are cameras all over the house. Hmm. I saw it on a monitor in the garage. I knew it. He is so hella fucking paranoid. Ja, sag ich ja. I'll keep this a secret for now. Sometimes ignorance is bliss. Mhm. No wonder I'm so miserable. Everybody in this town knows everybody's secrets. Deine auch. Scheint ja irgendwas mit dir zu sein. Was ist Nathans Geheimnis? Nathan ist mir jetzt gerade sowas von scheißegal. Obwohl, ja gut, der hat uns ja eigentlich zusammengebracht. Aber sie scheint eher mit ihren bedrückten Augenbrauen mir was sagen zu wollen. Even yours? Not anymore. So what do you have on Nathan? Okay. He's an elite asshole who sells bad shit cut with laxative. Yeah. And he dosed me with some drug in his room. What? What? Yeah. I met him in some shithole bar that didn't card me. He was too rich for the place and too wasted and he kept flashing bills. Just tell me what happened, Chloe. Now. I was an idiot. I thought he was so blazed it would be an easy score. You needed money that bad? Actually, yes. I owe big time. Okay. And I thought I'd have enough for me and Rachel if she showed up. Wait, what the fuck? Was mit Nathan? Wie viel Schulden oder wie oder was? Das ist doch jetzt erstmal gerade vollkommen egal. So, what about you and Nathan? We went to his room at Blackwell. We drank, and I laughed at his rich kid bullshit. He was one step ahead and put something in my beer. God, Chloe, I can't believe this. I mean, I do. Then what? I know I passed out on the floor. I woke up and that perv was smiling, crawling towards me with a camera. Nee, oder? Go on. Everything was a blur. I tried to kick him in the balls and broke a lamp. Nathan freaked, so I managed to bum rush the door and get the hell out. Max, it was insane. Ja, ich frage mich auch gerade, ob das jetzt einfach nur echt scheiße ist oder ob ich wütend bin. Eigentlich bin ich beides. Das ist ja, was geht denn ab mit dem Vollidioten? Also, ich dachte ja immer vorhin ja noch die ganze Zeit, das ist Kinderkacke, okay, die Waffe. Und er hatte sie ja eigentlich schon erschossen. Also, Kinderkacke war es ja schon echt nicht mehr. Aber der Typ, also sorry, kann man den ja, können wir den mal aufhalten oder was? Ich meine, was geht denn ab? Das ist echt scheiße. Ich bin so wütend. Ich bin echt wütend. I am so furious, I can't even speak. What did you do then? I figured I would make him pay me to keep quiet.
So we met in the bathroom. And he brought a gun. That was Nathan's last mistake. Okay. Ja, aber wenn die Polizei halt echt... Aber das geht halt gar nicht. Er bleibt gefährlich. Ja, ich will trotzdem die Polizei rufen halt einfach. What are you going to do? Pop a cap in his ass? Let's call the police. Screw that. You already told the principal and I'm sure it's useless. I won't always be there to save you. You were here today, Max. You saved me. I'm still tripping on that. Seeing you after all these years feels like... Destiny. Gerade jetzt so. If this is destiny, I hope we can find Rachel. I miss her, Max. This shit pit has taken away everyone I've ever loved. I'd like to drop a bomb on Arcadia Bay and turn it to fucking glass. Was? Nein, 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 nein. Nicht jetzt Albtraum-Scheiß oder so. Ja, meine Frame stürzt ein, das geht gar nicht. Warum jetzt? Ja, das frage ich mich auch. Why am I here again? Sehen wir das irgendwie vor? Wow. Das Reh. Das hatten wir vorher doch schon mal gesehen. Das holographische Reh soll ich wohl verfolgen. Ich denke, das ist so eine Zukunftsvision wahrscheinlich. Okay, anklicken können wir jetzt wahrscheinlich. Oh! Oh Gott, habe ich mich jetzt erschrocken. Okay, rennen kann ich gar nicht wirklich. I've never seen a storm like this in Oregon. Wie komme ich denn jetzt da lang? Ah, okay, während du so bleibst. Ah, okay. Ja, okay, ich verstehe. Ich teleportiere mich durch die Zeit. Das heißt, ich spule jetzt mal hier schnell zurück, bis der Baum wieder steht. Wo ist das Reh jetzt hin? Da. Ja. Okay, ich stand nicht drunter. Das ist gut. Ich kann sogar ein bisschen rennen. Das ist ein bisschen schneller. It feels like the end of the world. Ja. I have to rewind. Ja, ernsthaft. Also doch, ich wollte hier eh lang gucken. Oder zumindest hier kurz warten. Was ist das denn jetzt hier? So Action-Passage. Brauch's eigentlich auch nicht, wirklich. Also ich glaube, das ist... Weil ganz ehrlich, das war eh schon alles für eine Scheiße. Die ganze Scheiße, die schon wieder abgeht, bei uns im Kopf. Ich denke schon, dass es irgendeine Zukunftsversion ist. What the fuck? War da gerade irgendwas, was ich anklicken konnte? Ich dachte gerade, auf meinem Mauszeiger wäre irgendwas aufgeblinkt. Vielleicht von der Leuchtturmkuppel oder so. Zeitung. Jetzt hier rüber eigentlich. Komme ich jetzt hier vielleicht gar nicht mehr rüber, weil ich rewinden muss? Ist das möglich? Ich glaube, ne? Scheint so. Ja. Okay, schnell rüber. Aber weiter, 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 weiter. Zeitung. Aber das Datum wäre interessant.
October 11th? No, nein. Oh no, fucking shit. Oder es ist irgendeine Ankündigung für irgendwas anderes. Ganz Schreckliches, so. Vielleicht ist ja irgendwas anderes. Irgendein anderer Fuck geht ab. Irgendwas Krasses ändert sich in ihrem Leben. Chloe, you're here. I'm back. Oh my lord, this is real. It's real. Oh man, this sucks. Max, what's going on? You totally blacked out. Scheiße. I didn't black out. I had another vision. The town is going to get wiped out by a tornado. Oregon gets about 5 tornadoes every 20 years. You just zoned. No, no, I saw it. I could actually feel the electricity in the air. Come on, take a breath, okay? Chloe, I'm not crazy. But there's something else I have to tell you. Something hardcore. Talk to me, Max. I had this same vision earlier in class. When I came out of it, I discovered I could reverse time. Like I said, not crazy. But hi, right? Listen to me. How do you think I saved you in the bathroom? By reversing time? Yeah, sure. I saw you get shot, Chloe. Saw you actually die. Yeah. I was able to go back and hit the fire alarm. Okay, I see you're a geek now with a great imagination, but this isn't anime or a video game. People don't have those powers, Max. I don't know what I have, but I have it. And I'm scared shitless. You need to get high. It's been a hell insane fucking day. Was? Jetzt geht's ab, what the hell is this? Snowflakes? It's like 80 degrees. Kündigt das vielleicht Tornados an? Climate change. Or a storm is coming. Oh, ich dachte mir gerade sowas. Max, start from the beginning. Scheiße. Tell me everything. Okay, jetzt das. Wow. Oktoberschnee. Ja, jetzt glaubt's mir durch den Schnee. Jetzt hat sie auch Panik. Ich kann ihn verstehen. Auch wenn, ja, ist schwierig, aber ich kann ihn verstehen. Ach, das ist ihre Mutter. In diesem Wahl-Diner. Oh, Warren. Oh Gott. Oh Gott, was ist denn mit der armen Kate? Ich glaube nicht, dass da jetzt der Wachmann hinter dem ganzen Zeug steckt. Und wer zum Teufel ist das? Ich glaube, ich will es gar nicht wissen mit seiner Scheißbong. Was hat die eigentlich immer noch für ein Problem, ey? Und der kam nicht auch mal. Oh. Ein Foto von ihm im Schnee. Ist es Nathan? Rachel. Was? Kelly, Lynn, Rachel? Ein Ordner? What? Was war denn das jetzt? Da waren mehrere, das muss ich mir nochmal angucken. Da waren so mehrere Ordner. Rachel, Lynn und ich habe jetzt schon... Oh, sag nicht, das ist irgendwie so ein... Oh Gott, sag nicht, das ist irgendwie so ein... Irgend so ein Serientäter oder so. Also ich meine, dass sie abgehauen ist, das denke ich mal, glaubt man ja sowieso nicht. Also ich denke nicht, dass es so ist. Könnte natürlich auch sein, aber... dass sie wahrscheinlich wirklich, dass ihr irgendwas zugestoßen ist oder dass sie entführt wurde. Da hatte doch der Stiefvater von Chloe hatte doch da irgendwie gesagt, halt dich fern. Vielleicht war da dieser Typ an diesem Schrottplatz oder was weiß ich, wo sie sich da fernhalten sollte. Boah, scheiße, was geht denn ab? Aber für ein Episodenspiel, muss ich sagen, ist das, ich meine, ich habe ja jetzt erst spät das angefangen zu spielen. Gut so eigentlich immer bei solchen Sachen. Aber ich muss auch sagen, für ein Episodenspiel war das jetzt, gar nicht
Also war jetzt gar nicht so ein starker Cliffhanger. Es war eigentlich sehr schön, war jetzt sehr abgeschlossen schon, hat einen so ein bisschen reinbegleitet. Und ja, oh Mark Jefferson. Ja, wie gesagt, nur dieser Ordner gerade fand ich ein bisschen komisch. Weil das kann ja nicht von der Schule eins gewesen sein. Ist ja blöd, warum sollten die einen Ordner über ihre Schüler mit einem Vornamen anlegen? Macht keinen Sinn. Das muss irgendwas mit dieser Sache zu tun haben. Wie spät ist denn jetzt eigentlich? Ich habe vorhin mal meine ganze Externe aufgeräumt. Ich glaube, ich werde auf jeden Fall noch eine Runde weiterspielen. Es interessiert mich, wie es jetzt weitergeht. Wahnsinn.
Ah, okay. Ich war jetzt mal auf Toilette, der Abspann war jetzt so ewig lang. Okay, genau. Du hast Nathan gemeldet. Haben 66% gemacht, finde ich gut. Du hast dich über Victoria lustig gemacht, du hast Victoria getröstet. Ja, die gute Moral und Ethik kommt natürlich wieder bei allen durch. Du hast David im Schreiben gemacht. Ja, das ist vollkommen bescheuert. Also ich meine, das macht man vielleicht mal kurz als Test, aber das ist, ich weiß nicht, finde ich sehr merkwürdig. Warum sollte man das so lassen? Außer man will einfach mal einen schlechten Run machen oder so. Zum Testen. Du bist im Versteck geblieben. Ah, okay, genau. Man konnte ja rausgehen und Chloe ist, genau, sagen, okay, das ist meins. Boah, oder sogar Chloe beschuldigt. 1%, was geht denn? Boah. Das ist ja krass. Das ist Versteck verlassen und eingegriffen. Aber einen Moment. Das Versteck verlassen, weil das sind ja jetzt die Prozente. Die ergeben doch dann auch 100, wenn ich jetzt gerade richtig überlege. 8, 8, 16. Das ist der 100. Das heißt, hätte es vielleicht sein können. Versteck geblieben, du hast das Versteck eingegriffen. Ich bin mir gar nicht sicher, dass man auch, hätte man dann auch sagen können, das gehört Chloe? Oder das ist meiner? Ich bin mir gerade unsicher. Kann es vielleicht sein, dass man sich gar nicht versteckt, sondern dann drin bleibt und dann nochmal entweder? Weil eigentlich müssten sie ja die beiden, wenn das nach dem passiert, müssten die sich ja von dem nochmal abspalten. Weiß ich jetzt gerade nicht. Statistiken meiner Freunde. Könnte ich ja mal kurz gucken. Ah ja, meine Freunde auf Steam verschweigen die Wahrheit. Ich weiß gar nicht, welcher von meinen Freunden das alles hat. Okay. Das ist interessant. Das ist cool. Ja gut, dann werde ich jetzt gleich mal weitermachen und freue mich schon. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Tschüss. Entschuldigung, Leute, es kommt doch noch mal was. Hier ging es noch weiter. Noch so diese kleineren Entscheidungen. Danny hat ein Foto von mir gezeichnet, war auch die Mehrheit. Mrs. Grant Petition war auch die Mehrheit. Du hast Alyssa geholfen, Mehrheit. Du hast Beleidigung auf Kates Tafel gelöscht, 100%. Krass. Ah, das sind, warte mal, das sind meine Freunde wieder, globale. So. Okay, ah ja, Daniel durfte einmal 50-50. Du hast Mrs. Grand Position 50-50. Du hast Alyssa geholfen. Okay, das waren die meisten. Beleidigung auf Cats. Ein bisschen mehr, aber manche machen es auch nicht. Du hast deine Pflanze nicht gegossen. Musst du meine Pflanze gießen? Nein. Du hast Dane das da. Genau. Das. 3%? Ich gehöre zu 3%. Okay. Du hast nichts angerührt, ja. Du hast nicht auf den dreckigen Wohnwagen geschrieben. Den ich wohl auch hätte fotografieren können, hä? Boah, da muss ich selber noch mal reingucken. Das habe ich nicht mitbekommen. Okay. Haben vielleicht mehrere nicht mitbekommen. Du hast den Vogel gerettet. Ja, ein paar aber auch nicht. Oder ein paar mehr, sagen wir so. Du hast Größenübel nicht zerbrochen. Ja. Du hast keine Beweise hinterlassen, finde ich gut. Du hast Davids Akten gelesen. Haben wohl mehrere gemacht. Okay, ah, und dann kann man aber nicht mehr weitermachen. Vorherige beenden. Statistiken der Freunde. Da mehr Mehrheit. Ja, 100%. Du hast deine Pflanze nicht gegossen. Hat auch wohl jemand anders nicht. Oder ich bin einfach. Vielleicht haben nur zwei Freunde das Spiel und zwei haben es richtig gemacht und ich nicht. Warum eigentlich Simon? Ach so, ja, genau. Sonst hätten wir ja. Ja, okay. Ich kann. Es ist schon spät, Leute. Wir sonst kommen auf 99%. Schon wurscht. Du hast. Genau. Hat keiner von ihnen gemacht? Schön. Bei 3% allgemein ist ja auch komisch.
dass Victorias Frau das nicht angehört? Hat keiner gemacht. Aha. Ich hätte es, glaube ich, gemacht. Wenn ich das gesehen hätte, hätte ich bestimmt drauf gemalt. Vogel gerettet? Haben die anderen nicht gemacht? Warum lassen die den Vogel sterben? Man weiß es nicht. Das ist kein Beweis. Du hast David sagen. Vielleicht war das ja der Vogel, der mir am Ende den Weg geleitet hat. Es gibt Beweise, dass du Davids Zeugs durchsucht hast. Okay, ja, dann genau. So, jetzt sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Leute, ich denke, jetzt werde ich noch an den letzten Part mit reindingsen. Ich dachte, hier wäre vielleicht das Foto gewesen. Hätte ich jetzt gedacht. Weil ja da, wir haben ja an den letzten Part mit reindingsen, ich glaube auch wieder scheiße, ne? Hier. Ah, nein, der fliegt doch dann durch die Scheibe, wenn ich sie warne, ne? War das nicht so? Ich habe gedacht, ich müsste nur einfach von ihm jetzt ein Bild machen. Kann ich mit dem eigentlich jetzt reden? Reden. Aber der sagt, glaube ich, nicht. Der redet nicht. Get lost, hipster. Ja, ja, genau. I'm not doing any interviews. Ja, ja, okay. Wir spulen mal schnell zurück. Ja, ja. Aua, aua. Warnen. Alyssa, move your head. If you insist, Max. Da. Now that's what I'm talking about. I actually helped somebody. Das fällt einem in dem Moment gar nicht auf, obwohl man... Ah ja, ja, die Victoria schreibt mir jetzt wieder hier Thanks und so. Glad to see our campus is eco-friendly. Ja. Hat sich ein ganzes Biosystem Gedingsbums gebildet. Da. Man merkt das gar nicht, obwohl man das halt bei Tab schon so oft gesehen hat, mit diesem Football und mit diesen Scherben. Aber man checkt es in dem Moment irgendwie echt nicht. Now that's what I call instant karma. Ja, dann mache ich jetzt hier nochmal ein Foto. Nur damit wir das hier haben. Ja, genau, dann haben wir das. Ja, sehr schön. Und dann gehen wir jetzt nämlich gleich nochmal einmal auf den Parkplatz, weil ich würde gerne nochmal an die Scheibe schreiben. Das ist jetzt eh nur im Sammelmodus hier und da würde ich halt auch gerne nochmal das Foto machen. Ich muss mehr auf solche Sachen achten. Okay, dann bis gleich. Und meine Pflanze werde ich jetzt nicht in meinem Zimmer gießen, weil, wie gesagt, das ändert ja eh nichts an meinem Speicherstand. So, wo ist jetzt dieses Wohnmobil? Da. I'm glad I stepped in that time. Can't stand to see people being bullied. Ja, ich war so von diesem Arschlochpark Chloe abgelenkt. Dass ich den hier gar nicht, dass der mir gar nicht aufgefallen ist. Ja, Vermisstenplakat. Ich habe den überhaupt nicht gesehen. Boah, und da kam ja dieser Typ raus, ne? Mit der Bong. Ah! Jetzt haben wir erschrocken. Ja, ich klicke doch. That dog looks peaceful asleep, but if I get too close, Cujo. Ja, kann ich auch gar nicht. Was quietscht denn hier so? Ja, irgendwelche Eichhörnchen oder was? Krass, okay, dann taucht der hier sozusagen auch schon auf. Boah, nicht... Aber gut, das wäre zu krass, dieser Hinweis, oder? Dass der jetzt, ich meine, der wird in der nächsten Episode kommen, wahrscheinlich wegen diesem Mülleimer Dingsi-Bumsi. Aber... was wollte ich sagen? Mülldeponie da oder was das auch immer war. Aber das wäre zu eindeutig, wenn der hier in der Schule steht und irgendwelche Mädels dann immer einpackt. Also, weiß nicht. That layer of dust is begging for my finger. Ja. It's not a dirty window unless somebody writes clean me on it. Nein, man schreibt einfach Sau drauf, das reicht schon. Genau, mal wieder dein Gesicht. I'm so dirty. Was? There, now it's dirty, officially yeah. A dirty window. Und mal genau wieder dein Gesicht drauf, was man auch wieder mit dir in Verbindung bringen kann von deinem Wohnheim. Aber egal. I could use this picture for a series on Arcadia Bay Lots. Dupti dupti dupi du.
Visionary. Okay, dann haben wir jetzt wahrscheinlich, weil wir alle Fotos haben. Ja, dupdi-dupdi-dupdi-du haben wir alle. Finde ich gut. Hat sich hier noch irgendwas verändert? An den Leuten? Achso, die haben wir einfach noch gar nicht gefunden. Ja, klar, ich verstehe. Nee, genau. Ja, wie gesagt, die Pflanze werde ich jetzt nicht gießen. Das ändert ja eh nichts hier denn an dem Speicherstand. Der ist jetzt hier voll über die Ecke da gegangen, der Typi. Und dann, ach genau, das wollte ich euch noch sagen. Nach den Credits, die ich bestimmt ausfaden werde, weil die viel zu lang waren, und dann diese Entscheidung zu sehen, danach habe ich ja dann die Aufnahme beendet. Hätte ich vielleicht mal nicht machen sollen. Ich habe ja nicht erwartet, dass dann noch was kam. Und zwar war das so wie so eine kleine Voraussicht dann wahrscheinlich auf die nächste Episode. Da hat irgendwie Chloe in so einem Gleis festgesteckt und der Zug kam irgendwie an. Ja, erwarte ich ja nicht. Das waren irgendwie so nur ein paar Sekunden. Das nächste Mal lasse ich immer noch die Aufnahme laufen, bis ich wieder im Hauptmenü bin, okay? Dann, ja, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Das habe ich jetzt bestimmt in diesem Part 10.000 Mal gesagt. Bis dahin. Tschüss.